Nautus ist eine Datenbank über Normdaten, die Perinorm nun ablösen soll. Sie beinhaltet DIN, VDI und ISO-Norm sowie DWA-Richtlinien. Um auf Nautus zuzugreifen, klicken Sie in der Schnellsuche auf Datenbanken. Somit gelangen Sie zum Datenbankinfosystem DEVIS. Entweder geben Sie Nautus in der Suchleiste als Suchbegriff ein oder Sie klicken links auf Sammlung meistgenutzte Datenbanken. Auf beiden Wegen kommen Sie zu Nautus. In der Detailansicht klicken Sie dann einfach auf Recherche starten. Auf der Startseite können Sie, wenn diese bekannt, gleich nach einer konkreten Dokumentennummer suchen. Außerdem kann dann noch eingestellt werden, ob das Ergebnis ein Dokument enthalten soll oder nicht. Öffnen Sie die erweiterte Suche, erhalten Sie eine viel größere Suchoberfläche als zuvor. Hier kann das Ausgabedatum eingeschränkt oder auch die Dokumentart oder der Ländercode bestimmt werden. Anhand der Freitextsuche wird die Suchlogik gleich zugänglicher. Aktiviert man die dynamische Suche, so kann man sich zwischen einigen zusätzlichen Kategorien entscheiden, die auch Kriterien der Suche darstellen sollen. In der CE-Suche können Sie dann noch Richtlinien einstellen. Rechts neben dem Suchsymbol wird der Suchverlauf der laufenden Session gespeichert. Ihre Ergebnisse werden in Form einer Liste angezeigt. Die Detailanzeige erreichen Sie, indem Sie entweder eine beliebige Kategorie anklicken oder links über den Pfeil die Schnellansicht öffnen und dann auf alle Datenfelder anzeigen klicken. In der Detailansicht können Sie dann ausführliche Daten zu Ihrem Ergebnis finden. Um auf das dazugehörige Dokument zuzugreifen, klicken Sie auf das blaue Symbol am rechten Bildschirmrand. Damit Sie auch wirklich auf das Dokument zugreifen können, sollten Sie sich über VPN mit dem Hochschulnetzwerk verbinden. Im geöffneten Dokument können Sie dann auch nach bestimmten Begriffen suchen. Oben im Reiter kann das Dokument als PDF heruntergeladen werden. Wenn Sie noch weitere Fragen haben, bietet es sich an, erstmal im FAQ-Bereich nach Antworten zu suchen. Dort werden einige Fragen anhand von Videos beantwortet.